wie schaut's so aus? Wie geht es voran mit den Renovierungsarbeiten am Hafen und Häusern für die Flüchtlinge? Ja, vor allem neue Häuser, und zwar im Obstviertel beim Paranetempel, da wo der Obstbauer Olim ibn Gaftar damals euch schon Probleme bereitet hat. Dort auf den Feldern und Äckern entstehen neue Häuser. Es gibt natürlich auch kleinere Palisaden zum Meer hin. Also all das, was so zeitgleich errichtet werden kann. Es geht voran. Janka blüht und gedeiht. Ich würde gerne noch einmal Zulamin abpassen. Kapitana, ich habe noch eine Frage. Was gibt es? Ich hätte einen Vorschlag. Den müssen wir aber privat besprechen. Würdet ihr mir kurz folgen? Dann machen wir das wohl besser, bevor wir zu Rabenmund gehen. Und ich gehe mit. Es ist eigentlich nur ein kleiner Vorschlag. Ich würde vorschlagen, die Schule mit den Schiffsjungen hier zu lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr menschenfreundlicher Vorschlag. Sie werden es nicht verstehen, aber ja, ich glaube, es wäre zu ihrem Besten. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass ein Großteil von uns unser Ende finden wird, selbst wenn wir erfolgreich sind. Und ich sehe keinen Vorteil darin, sie mitzunehmen. Du hast recht. Ich bin sehr froh, dass du daran gedacht hast. Ich, in all dem Trubel. Wir müssen uns aber einen Grund ausdenken. Keine Ahnung, lasst sie hier im Tempel oder irgendwie sowas. Denkt euch was Nettes aus. Als Teil ihrer Ausbildung vielleicht. Ja, ich werde mir etwas einfallen lassen, was nicht allzu offensichtlich ist. Wir wollen nicht, dass die Kinder sterben. Ja, richtig. Vielleicht sollten wir dann auch hier den Jungen von Diamantis auch hier lassen. Ja, ich glaube auch. Und ihm die Freiheit schenken. Ich glaube, Diamantis hat das nie getan, oder? Ich weiß es nicht. Wir sollten eh überlegen, wen wir tatsächlich alles an Bord brauchen. Wir sollten nur noch die mitnehmen, die wir wirklich für unser Alvarans-Kommando brauchen. Die anderen sollten wir hier lassen. Ja, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Gut, dann bevor wir wieder in See stechen, sollte klar sein, wen wir alles zurücklassen. Aber in allen Fällen, wir müssen verbergen, was wir tun. Wären wir beide vielleicht bereit sind, in den Tod zu gehen? Machen sich andere vielleicht noch Illusionen. Richtig, und wir sollten diesen einfachen Matrosen nicht zu viel zumuten. Das wird schwierig, aber ich glaube, einen guten Teil unserer Mannschaft brauchen wir auch tatsächlich. Abgesehen vielleicht von... Was war mit diesen Helden, die unbedingt mit uns kommen wollten? Diese Nostrianer und seine Kumpanen. Ja, ich weiß nicht. Wer mitkommen will, kann gerne mitkommen. Ich will ja niemandem seine Beteiligung am Alvarans-Kommando mies machen, aber wir müssen nicht 10 Handwerker in den Tod schicken. Das ist nicht ihr Platz, sondern unser. Das stimmt. Ich denke, wir können sie nicht alle wegschicken. Aber zumindest einige. Lahal Kash könnte organisieren, dass sie ihre Ausbildung in einem Tempel zu Ende bringen oder so. Vielleicht können wir auch nicht, müssen wir auch nicht alle in Janka absetzen. Kun Hyom zum Beispiel wäre für die Ingerim-Akolyten sicher ein besser zu erklärendes Ziel. Und es fällt auch nicht so auf, wenn wir nicht alle auf einmal fortschicken. Ja, richtig. Wir sollten uns nur das jetzt schon überlegen, weil wenn ihr erstmal eure Rede gehalten habt, ich glaube, dann geht das hier schnell vorwärts. Gut, dann
Gib mir einen Überblick, wen wir tatsächlich brauchen, militärisch betrachtet. Es muss nicht jetzt sein, aber vielleicht, wenn du es Dr. Rumpel diktierst, sodass wir eine Liste haben. Ja. Ich meine, vielleicht kommen ja auch ein paar wieder zurück. Ich würde aber nicht drauf bauen. Ich glaube, Leute von anderen Schiffen werden vielleicht eher zurückkommen, als Leute, die mit uns auf der Avianda segeln. Zumindest hoffe ich das. Ja, es mag Wahrheit in euren Worten liegen. Obwohl ich mir sicher bin, dass Abel mir zurückkommen wird. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil er jemand ist, der immer noch ein Ass im Ärmel hat. Ja, es fühlt sich so an. So, jetzt müssen wir zu den anderen aufschließen. Die denken noch, was wir hier immer treiben. Sollen sie denken? Wahrscheinlich denken sie, es wäre ein sehr viel erfreulicherer Anlass, als es tatsächlich ist. Auch wenn der Anlass nicht erfreulich ist, ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall. Und dann würde ich schnell einen Schritt zu den anderen wieder aufschließen, damit die nicht mehr irgendwo in Jagd verloren bleiben. Okay, wollt ihr noch andere Gespräche führen? Abelmir, Serpentilio, Boltax? Ich würde gerne Nachforschung anstellen zu diesen Namen, die ich gefunden habe. Ich bin nämlich ganz sicher, der Sinne-Tempel unter dem Dakonita, das war ein relativ neuer Tempel, hat nicht viele Schrift gehabt, oder? Der war vor allem kaputt. Das war das Problem. Ja, genau. Deswegen würde ich lieber den Effa-Tempel aufsuchen und das Gespräch vielleicht mit der Effa-Geweihten suchen. Ob sie bestimmte Namen oder alte Schriften hat, die Querverwendungen zu diesen Namen aufweisen. Du meinst Scholairak und. Genau. Und Vailana. Quazil und was oder sie. Was man halt entgegengeworfen hast. Also, Jella Goryak ist eine herausragende Effort-Geweihte. Sie hat allerdings hier keine Schriften, weil das nicht ihr Effort-Tempel ist. Der ist A, zerstört und B, ist sie nur von hierher geflohen. Das ist die Frage. Also Barelana wird ihr nichts sagen, Quodasil auch nicht, Scholairak auch nicht. Das sind alles Namen, die sind so weit ab von Effort. Sie kann dir eine ganze Menge über Efforts Bogen halt erzählen. Und auch über Swafnir. Aber wenn es dann in so exotische Gebilde geht, dann verlässt auch ihr Wissen. Mhm. Ja, okay. War nur eine Idee, dass man, dass sie irgendwas wissen könnte, gehört hat, alte Schriften gelesen hat, wie auch immer. Ja, ich habe sie selber noch nicht gelesen, aber wenn ihr diese Namen. Ich kann euch den Vater des Flusses anempfehlen. Vielleicht hat er entweder in seinem Tempel oder aber in seinem Stübchen noch einige Geschichten dazu. Alternativ müsstet ihr tatsächlich nach Selem. Es klingt so, als würdet ihr in der Bibliothek vielleicht etwas mehr dazu finden. Ja, ich fürchte auch. Aber der Vater des Flusses, er weiß viel. Auch viel dieser unkonventionellen Sachen. Dieser residiert in Konchurm, richtig? Nun, der Vater des Flusses oder der Meister des Flusses ist Faramud ibn Benaiman. Er residiert in Talusa. Oh. Ihr solltet ihn am besten nicht auf seinen Titel ansprechen, warum er der Meister des Flusses ist. Redet ihn einfach mit Hochwürden an. Und gibt es dazu eine Geschichte, warum er diesen Titel nicht mag? Es gibt dazu eine Geschichte, aber ihr solltet ihn, wie gesagt, nicht darauf ansprechen. Und die Geschichte von Talusa ist eine schwierige Geschichte. Nun, der schwarze Elf ist wohl. Nein. Das hat was mit der Eifertkirche zu tun. Der Meister des Flusses residiert eigentlich in Unau, beim Salzsee. Aber. Nun, der Kalif Malkilla I.
Viel Politik und dann gab es einige, es gibt einen Mehrwert, gab es einen Tempel, der wohl Hoffnung auf das Metropolitenamt hatte. Nun aber, Mehrwert ist eine ganz andere Geschichte. Nun und dann ging Hiram ibn Rajiv nach Talusa. Und deswegen sitzt der Meister des Flusses nun in Talusa und nicht mehr in Unau und auch nicht in Mehrwert. Politik und Kirchengeschichte. Na gut, dann werde ich ihn versuchen aufzusuchen. Vielleicht kann er mir etwas weiteres erzählen. Alte Geschichten und Märchen. So wie ich gehört habe, weilt er wohl nicht häufig in seinem Residenztempel, sondern er ist tatsächlich draußen auf dem Fluss. Solltet ihr ihn also suchen. Ich denke, wir werden ihn finden, wenn wir müssen. Vielen Dank. Wie steht's um den Aufbau des Tempels? Habt ihr alle Mittel? Nein, gar nicht gut. Es gibt ja hier zwei Tempel und zurzeit wird vor allem der Jesinde-Tempel am meisten bedient. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Aber ich bin ja auch nicht die Meisterin dieses Tempels, ich will zurück zu meinem. Nun gut, vielleicht kann ich bei der Visira das gute Wort für mich einlegen. Vielleicht überlegt ihr euch dann hier zu bleiben. Nein, ich bleibe nicht in Janka, in diesem Schundloch. Nein, ich gehe zurück zu meinem Tempel, wenn das alles ausgestanden ist. Wenn ihr einen Rat von mir hören wollt, ich bin keine Mystikerin. Investiert in Schiffe, nicht in den Tempel. Ihr werdet die Schiffe dort brauchen. Nun, Schiffe sind schwerlich zu bauen in der kurzen Zeit, aber wir werden sehen. Vielen Dank. Boltings, hast du noch was? Ja. Ich würde gerne nach der Malerin gucken, die wir hier gelassen haben, weil wir ja auf ihre Schliche gekommen sind, ja. Beziehungsweise die anderen mir das erzählt haben. Würde ich gerne mal gucken, ob die immer noch damit beschäftigt ist, den Tempel auszumalen oder ob sie sich abgesetzt hat. Ja, du kannst dir den Raya-Tempel begutachten, so wie du ihn zurückgelassen hast, und wirst da tatsächlich auch auf die Malerin treffen, die dort in einer Ecke sitzt. Vor ihr sitzen, würde ich sagen, 40, 50 Kinder, die gespannt an ihren Lippen hängen und sie erzählt ihnen gerade von Raya. Ich würde mir die Geschichte mal anhören, weil... Ja, sie wird tatsächlich, wenn du dann reinkommst, verklingen das letzte Echo. Du weißt gar nicht, warum dieser Tempel so viel Echo hat. Du kannst auch das Echo gar nicht wirklich verstehen, du weißt nur, dass es da ist. Und wenn du dann näher herantrittst und gerade weiter lauschen willst, dass sie weiter spricht, da wendet sie ihren Blick auf dich, so als wüsste sie, dass du gerade jetzt in diesem Moment kommen solltest, und hört auf zu sprechen. Erzählt weiter. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Ein großer Held ist gerade gekommen. Boltax von dem Meer. Das ist richtig, aber ich wollte euch nicht unterbrechen. Bitte, die Kinder möchten doch euren Worten lauschen und sie waren so gebannt von ihnen. Ja, wir wollen wissen, was mit der Moral ist, die Moral von der Geschichte. Nun, die Geschichte ist zu Ende, es gibt keine Moral. Aber es gibt doch immer eine Moral. Gibt es die, Boltax? Nun, in der Tat. Aber... wollen die Kinder nicht die Moral dieser Geschichte selbst finden? Meine lieben Kinder, was meint ihr denn? Was ist die Moral von der Geschichte, die euch diese Frau gerade erzählt hat? Dass Raya manchmal ungerecht ist? Wie kommt es denn dazu, dass Raya manchmal ungerecht ist? Sie hat ihren Sohn verstoßen, das macht man nicht. Sie hat ihren Sohn verstoßen. Also die Geschichte von, Leftar, nicht wahr? Er hatte keinen Namen. Er wurde immer der Sohn genannt. War das Leftan? Ja, da müsst ihr Zulamin fragen. Wir sind auch verstoßene Kinder. Ihr seid verstoßene Kinder? Oh je, wisst ihr, dass ich ein Waisenhaus in Al-Anfa gebaut habe? Nein. Aber wir sind hier in Janka, wir haben keine Eltern mehr. Ihr habt keine Eltern mehr, oh je. Das ist aber furchtbar. Sie wurden von der Flutwelle weggerissen. Oh, das betrübt mein Herz zutiefst. Kinder, aber jetzt habt ihr doch einander, oder? Ja. Und wir haben Sephirim. Sie erzählt uns immer was. Effat ist auch nicht immer gnädig. Weil Effat hat ja unsere Familien geholt.
Nun. Effert ist auch manchmal böse. Oder war es vielleicht nicht Effert, der eure Familien geholt hat? Palligan war das. Ja. Palligan ist schuld. Das hat sie auch gesagt. Richtig. Palligan ist schuld, aber nicht Effert. Ja, ganz wichtig. Effert ist aber auch manchmal sehr launisch, das stimmt schon. Da hat sie nicht Unrecht. Ja? Manchmal. Ich glaube, ihr seid alt genug, um die Moral der Geschichte wie immer selbst zu finden. Wenn ihr möchtet und ich morgen noch hier bin, dann werde ich euch morgen eine weitere Geschichte erzählen. Jetzt geht erstmal, geht in die Gassen und spielt. Entdeckt die Welt dort draußen. Ich muss mich mit meinem Freund Boltax unterhalten. Ganz genau. Okay, bis morgen. Bis morgen, liebe Kinder. Bis morgen. Damit eilen sie nach draußen. Nun, Boltax, ich glaube, ihr hättet nicht gedacht, dass ich noch hier bin, oder? Nun, ich persönlich habe gar keine Erwartungen gehegt. Das ist richtig. Aber wie ihr selbst schon gesagt habt, Geschichten sind nicht unbedingt geschrieben. Oder haben gar eine Moral. Geschichten sind manchmal einfach nur Geschichten. Das ist wahr. Und manchmal steckt sehr viel mehr hinter Geschichten. Ihr schien zu wissen, was passiert. So wurde mir berichtet und mein Auftauchen eben, auch da wirktet ihr, als hättet ihr bereits Kenntnis davon. Ich habe Kenntnis von vielen Dingen. Man muss aufmerksam sein und beobachten, die Zeichen deuten. Nun, von welchen Zeichen sprecht ihr? Von all den Zeichen, die um uns sind. Seht zum Beispiel dort, die Schatten. Nun, ja, sie kreuzen sich an dieser Stelle. Oder aber das Kratzen der Ratten in den Wänden. Könnt ihr sie hören mit ihren Tippelschritten? Nein, meine Augen sind besser als meine Ohren, muss ich zu meiner Schande gestehen. Meint ihr, es gibt Ratten in euren Höhlen? Nun, bestimmt, überall gibt es Ratten, nicht wahr? Genau. Auch das ist eine Moral, die habt ihr selbst begriffen. Überall gibt es Ratten. Ratten auszurotten, das denken viele, ist die Krux an der Sache. Aber die gehören auch mit dazu, nicht wahr? Sie gehören schon immer mit dazu. Sie sind Teil der dritten Sphäre, nicht wahr? Korrekt. Also. Sie sind Teil von jeder Sphäre. Ich weiß nicht, ob sie Teil der ersten Sphäre sind. Ihr würdet euch wundern. Erzählt. Meine Geschichte habe ich heute bereits erzählt. Aber ihr kommt zu mir. Und ihr wolltet etwas mit mir besprechen. In der Tat. Mir scheint, als hättet ihr gewisse Ambitionen. Nun, ich selbst habe keine Ambitionen mehr. Ambitionen habe ich vor vielen, vielen Jahren aufgegeben. Vor sehr vielen Jahren. Rosti, an dieser Stelle kurze Frage, weil ich damals beim Goldenen Schein noch nicht dabei war. Wie weit ist der Namenlose bzw. das Ganze hier in dieser Welt verankert? Also wie bekannt ist es eigentlich, dass es den Namenlosen gibt? Überhaupt, okay. der Namenlose wird als Chaos-Dämon, als 13. Chaos-Dämon geführt. Das ist ein Gottes, das ist, wenn überhaupt, Abelmir und Raphim bekannt und all denjenigen, die im goldenen Schein waren, die haben das herausgefunden, aber dass der Namenlose ein Gott ist, das ist schon, nee. Weil ich ja erst am Ende... Warst du dabei, als Hassan uns das erzählt hat? Warst du mal, okay. Ja, genau, deshalb genau, frage Hassan, ich, also Hassan kommt aus Fasar. In Fasar ist der namenlose Kult auch ganz, ganz stark. Also darüber gibt es auch Andeutungen, aber das, was im goldenen Schein passiert ist, das wissen drei Leute. Abelmir, Raphim und der Hesinde Hochgeweihter. Weil der Hülskog. Das kann gut sein. Mir ging es eher darum, weil wir ja am Ende noch in dieser Gefängniszelle standen und noch drüber debattiert haben. Also die Prioten hatten ja den einen gefangen gehabt und das war ja auch der Zeitpunkt, wo ich dazugestoßen bin. Ja. Ich habe das Ganze am Rande mitbekommen und ich habe natürlich auch seine Verfluchungen und das, was er mit Galan besprochen hat, noch mitbekommen.
dann ist sie es natürlich. Dann, das, was du mitbekommen hast, ist dir bekannt. Ansonsten, du weißt, es gibt wohl auch einen Experten für den Namenlosen. Das ist der Freund von Eldan Gorbas. Bist dir gerade nicht mehr ganz sicher, wie er heißt, aber der Freund von Eldan Gorbas, der weiß eine ganze Menge über den Namenlosen. Würde man doch bloß jemanden kennen, in dessen kultureller Urgeschichte der Namenlose super stark verankert ist. Oh, ist wo sollte man einen solchen Menschen denn wohl hernehmen? Metamenschen denn wohl hernehmen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Keine Ahnung, welche Kulturen hatten denn stark mit dem Namenlosen in der Vergangenheit zu tun? Oh ja, Orks müssen es sein, garantiert. Ja. Nein, das war mir nur wichtig, das in diesem Kontext zu klären. Also ich weiß grobe Züge, aber ich habe keinen näheren Bezug. Genau, und ja. Also diese Hinweise wurden für dich nie bewiesen. Ja, alles gut. Das weiß ich. Für mich ist der Namenlose sowieso gleichzusetzen mit Pyrdakor. Genau, die Drachentage. Ja. Nun, wenn ihr die Ambitionen abgelegt habt, dann ist es seltsam, dass ihr in einem Tempel Geschichten erzählt. Was würde Zulamin wohl dazu sagen? Sie würde es bestimmt nicht gut heißen. Aber ich habe meine eigenen Ambitionen abgelegt. Das ist richtig. Die Ambition von anderen jedoch nicht. Oder von einem anderen. Von dem einen anderen. Nun, ihnen folge ich weiterhin. Solange ihr nicht mit uns interferiert und uns unterstützt auf unserer Mission gegen Palygan, entspricht das denn den Ambitionen jenes einen? Was glaubt ihr denn? Nun, sonst wärt ihr nicht hier, oder? Nun, ich habe meine Aufgabe bereits erfüllt. Es ist fast egal, was ich tue. Das hier ist nur Zeitvertreib, wenn ich die Kinder zum einen und alleinzigen konvertiere. Das mache ich aus Spaß. Nun. Hey, ich bin im Übrigen ein fieser Paktierer. Ignoriere mich, danke sehr. Ja, eben. Nun, ihr wisst, dass ich das nicht einfach so zulassen kann. Das weiß ich. Und ich bin sehr gespannt, was ihr tut. Nun, ich würde sie gerne versteinern. Du möchtest sie versteinern? Ja. Okay. Also erstmal habe ich ich würde währenddessen halt ganz gerne zaubern beginnen. Ja. Besser Geste weg modifizieren, oder? Ja. Oder halt auf eine Aktion runter. Weiß nicht, was für dich billiger ist. Geste weg. Plus 7. Eine Aktion. Ja, es nimmt sich nicht viel. Ja, mir ist 13. Ja, alles gut. Ich werde sowieso um. Er zwingt doch jetzt. Er ist doch ein Druide, er darf das doch. Auf jeden Fall. Geode. Ja, klar, weil das ganze Erzwingen genügend kommt ja eigentlich aus dem Druidischen. Ja, komm. Dann modifiziere ich die Geste weg und ich erzwinge um 2, 3, 4, 5. Ich erzwinge um 5. So, das sind dann bin ich 1, 2, 4, 8, um 16 ASP. Ja. Da bin ich genau auf 0, wenn das nicht klappt. Wenn das nicht klappt. Mal. Weil er ist kein Druide, er darf nicht für die Hälfte erzwingen. Das ist richtig. Okay, dann gucken wir mal. Oh. Plus das Erzwingen. Richtig. Erzwingen wir 5 Punkte, das reicht. Das ist geschafft. Mit einem seligen Grinsen versteinert sie. Ja, und dann alarmiere ich die anderen sofort. Ja, aber du hast jetzt wie viel Zeit? Hatte 4 Sterne Spielrunden? Ja. So, eine halbe Stunde plus minus. Ja. Okay. Dann, 10 Minuten später, kannst du sehr außer Atem am Blauen Palast ankommen, wo die anderen hoffentlich dich suchen.